Und willkommen zurück zu Let's Play Pikmin. Auf geht's noch ein letztes Mal zum Zentrum des Waldes, so will ich hoffen. Und ich schätze mal, wir werden es auch dementsprechend halten. Denn uns fehlen ja im Prinzip nur noch ein paar Bomben, um die eine Tür dort zu sprengen und zum letzten Punkt zu kommen, an dem noch ein einziges Teil steht. Der Kaffee ist auch wieder bereit, der steht schon wieder und wartet nur darauf, getrunken zu werden. Ja, und erstaunlicherweise werde ich heute mal was ganz Besonderes machen. Ich werde nämlich 70 gelbe Pikmin nehmen. Machen wir 60. Ein wunderschöner Traum. Guckt euch das an, die ganzen Pikmin. Ach nein, schön. Und 40 rote. Perfekt. So, mit diesen 100 Pikmin werden wir jetzt einfach mal rübergehen und erst einmal die Bomben holen, dann die Tür freisprengen und dann das letzte Teil. Endlich in unserem Gewahrsam wissen. So, einmal Karte. Ich drücke immer wieder den falschen Knopf. So, Karte, Karte, Karte. Da sind die Bomben und da ist das Teil. Das heißt, einmal im Zickzack laufen, dann sind wir auch schon da, wo wir hinwollen. Ihr Schweine, ihr. Lasst mich in Ruhe. Wir wollen einfach bloß hier entlang. Einmal Aufteilung. Euch kann nichts passieren, solange ihr nicht zu weit nach da lauft. Oh, der Frosch, der guckt schon ganz ärgerlich, ganz böse. Ich nehme euch mal doch da weg. Geht mal weiter hierher. Sehr schön. Wunderbar. Und runter hier. Und dann holt euch endlich diese Bomben. Ich will jetzt hier keine Wand mehr sehen. Sehr schön. Kommt mit, ihr Süßen. Jetzt müssten wir wirklich alles an Bomben nochmal geplündert haben. Und damit wirklich alles andere freisprengen, was jetzt noch nicht freigesprengt worden ist. Ihr kommt auch wieder mit. Als Kampfunterstützung. Meine kleinen Supporter, ihr. So, wo müssen wir denn lang? Wir müssen hier oben lang, ne? So war das, genau. Hoffentlich kommen hier doch, da kommen sie schon. Aha, das habe ich mir gedacht. Und deswegen stelle ich euch einfach mal kurz hier ab. Die roten Pikmin, die werden als erstes kämpfen. Macht die Viecher fertig. Sehr schön, da sind noch mehr. Und dann auch immer diese Fliegeviecher, die schnell weg wollen. Wunderbar. Gut, hier ist nichts weiter. Dich nehmen wir mit. Dann könnt ihr alle wieder kommen. Wunderbar. Alle 100 wieder beisammen und weiter geht die wilde Luzi. So, als nächstes lasse ich euch alle hier stehen. Und dann nehmen wir die Bomben. Ja, 4 Stück müssten ausreichen. Kommt er weg. Okay. Okay. Nicht mehr viel. 2 Stück noch. Oh, kein Feuer, kein Feuer, kein Feuer. Alles gut, ich bin bei dir. Puh, das war knapp. So, und mit diesen Pikmin hier werden wir jetzt das versuchen, was wir versuchen müssen. Nämlich das letzte Teil zu finden. Das sich hier irgendwo befindet. Und da ist es. Ich schmeiß euch alle hoch und das ist der Grund, warum wir die gelben Pikmin geholt haben. Denn hier ist eine riesige Spinne, die ihren Körper ziemlich weit oben trägt. Kommt mal bitte alle mit. Aua.
Das war eine Menge Pikmin. Ja, dass der Boss nicht einfach wird, das habe ich mir schon von vornherein gedacht. Aber es müsste reichen. Es muss reichen. Lauft nicht an den Füßen rum. Er wird immer schneller, je mehr er die Gefahr wittert, dass er gleich stirbt. Und wir haben ihn. Yeha! Der Wächtersatellit. Die unendlichen Weiten des Weltalls bergen so manche Gefahren. Dieser automatisierte Satellit schützt mich und mein Schiff. Nun kann ich nachts beruhigt schlafen, da ich weiß, dass mein kleiner Wächter wieder seinen Dienst versieht. Wunderbar, große Party. Yay! Gut, geschafft. So einfach kann es gehen, so schnell kann es gehen vor allem. Und wir werden das jetzt so machen, dass unsere roten Pikmin das wegtragen. Denn die gelben sind nicht so ganz feuerresistent. So, rote Pikmin. Auf geht's. Tragt mal bitte das ganze Zeug hier raus. Oh, wunderbar. Das ist doch perfekt. Das Feuer kann ihnen nichts anhaben. Unsere Bomben-Pikmin, ja, die werden jetzt ihre Bomben wahrscheinlich hier lassen müssen. Und die anderen gelben Pikmin können das hier noch abtransportieren für die paar, die sie Verlust hatten. Ja, und ansonsten sind wir durch. Sehr schön. Euch nehmen wir auch noch mit. Da ist nichts weiter. Tragt, meine kleinen Pikmin, tragt. Na, das sieht doch fein aus hier. Ja, pflücken muss ich auch wieder. Ob ich das jetzt gut finde, weiß ich nicht. Aber auch das muss gemacht werden, nicht? Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Alle wieder beisammen. Sehr schön. Und da ist es. Er, der Satellit. Wächtersatellit. Er hat mich schon sehr oft vor Weltraumpiraten gewarnt. Ich habe 19 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 10 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Tja, wir wissen ganz genau, dass wir diese 10 Teile garantiert nicht mehr in den ersten 3 Gebieten finden werden, denn da sind wir komplett durch. Von daher müssen wir jetzt einfach ins letzte Gebiet rein. Wir pflücken noch schnell die letzten Pikmin. Stecken diese schon mal zurück. So. Jetzt bist du an der Reihe. Komm raus. Achso, du bist schon. Mehr sind nicht. Nee, Tatsache. 49 sind noch übrig. Gut, wenn das so ist. Alle zurück in die Zwiebel. Und so haben wir in etwa so plus minus null. Und die ganzen Bomben liegen jetzt einfach hier rum. Die werden jetzt für immer hier liegen bleiben, denn wir werden nie wieder in dieses Gebiet zurückkehren. Naja, fast nie wieder. Wunderbar, das hat geklappt. Vielen Dank. Ach Mensch, ihr seid toll, liebe Pikmin. Zum Sonnenuntergang. Yo. Tja, Olimar, da hast du nichts zum Pfeifen, keine Pikmin mehr da. Aber ich schätze, das ist ihm auch recht so, denn die Pikmin sind ja sicher in ihren Zwiebeln eingekerkert. Was machen die da in der Zwiebel? Das ist eigentlich die Frage.
Haben die da alle eine Couch? Ich meine, die werden ja ziemlich klein. Wer das mal beobachtet hat, wenn sie da hochgehen an diesem Stiel, dann werden sie ja immer kleiner, je näher sie kommen. Und wenn sie reingehen, werden sie so fast eingesaugt. 12 Tage seit Aufprall. Nun fehlen mir nur noch 11 Teile. Ob ich es wohl schaffe, diese in 18 Tagen zu finden? Ha, das sollte aber ja wohl ein leichtes sein. Sicherlich, ich benötige nicht alle Teile. Sollte mein Schiff am 30. Tag nicht vollständig sein, so bleibt mir nur trotzdem einen Start zu versuchen. Ich erinnere mich genau an den Tag, an dem ich meinen Sohn zum ersten Mal in diesem Schiff mitgenommen habe. Ich werde ihm von meinen Erlebnissen dieser Reise erzählen. Und ich werde heimfliegen. Ich muss. Ich stelle mir schon den interessierten Ausdruck in seinem Gesicht vor, wenn ich ihm alles über die Pikmin berichte. Ja, die Population ist jetzt bei 521, die gelben Pikmin sind doch noch ein wenig runtergegangen. Ich dachte eigentlich, wir hätten das so plus minus null gehabt. Schade, schade, Schokolade. Aber was soll's, Mensch, bei über 500 Pikmin dürfen wir uns nicht beschweren, zumal wir sowieso nur die 3 Klassen haben. Speichervorgang. Perfekt, und dann bleibt uns im nächsten Part eigentlich nur noch die ferne Quelle mit 3, 6, 9, 10 Teilen. Das heißt, man muss wirklich alle Teile aus diesen ganzen Gebieten haben, um das 30. Teil zu finden. Und das sollte nicht das Problem sein. Die ferne Quelle sehen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Ansehen und bis nachher.